Okay, guten Abend, liebe Leute. Ja, jetzt kommt um die ein bisschen entdecken, warum das alle diese Widersprüche haben wir gelernt. Also wie gesagt, ich habe die Worttext hab gestellt in unserem Chat. Also normalerweise die Erklärung über die Widersprüche im Heiligen Schrift und wie geht man um? Das heißt, die jüdische Tradition hat keine Angst vor Widerspruch, ja? Sondern es ist quasi begrüßt. Warum? Weil der Widerspruch kann uns verschärfen, unsere Aufmerksamkeit auf diese andere Stelle, diesen anderen Punkt, dieses andere Thema und vielleicht noch verbessern unser Verständnis, ja? Zum Beispiel, wir haben gesagt, über das Freude, ja? Dass die Freude, es ist manchmal gut, manchmal überhaupt nicht gut. Richtig, oder? Also, und dann die klassische talmudische Kommentar geht folgendes: Die böse Freude, das ist die Freude von Eitelkeit. Ja? Also essen, trinken und so weiter. Ja? Die gute Freude, das ist die Freude von Mitzvah. Freude des Gebot, Freude vom Torah. Klassisch, oder? Verstehen Sie? Also, das ist die klassische Erklärung. Aber doch, nach dem einfachen Text, es steht nicht so. Es steht direkt, Widerspruch, gibt es eine Freude, das ist wunderschön, und die andere Freude, was es soll sein. Also, ich habe schon erwähnt, dass die Weisen des Talmud wollten diese Rolle archivieren. Das habe ich gesagt. Muss man sagen, dass der Verb, das hebräische Wort Lignos, hat keine Ahnung, keine Parallele in nichtjüdischen Sprachen. Kennen Sie den Begriff Gnisa? Nein. Ja, gut. Also Gnisa, es ist eine Platz, wo beerdigt man die Heilige Schriften, wo steht es die Gottes Name. Ja, das heißt, die jüdische Tradition lernt, dass du sollst dem Gott, liebe Gott nicht beleidigen. Auch ein Verbot, die Gottes Name löschen. Gut? Dann, wenn so, alle alte Torah-Rollen, alle Torah-Bücher ausgedruckt, alle unsere Literatur, sogar die privaten Briefe, ja, benutzen viel, viel mal den Namen Gottes, ja, du sollst das nicht zum Müll verwerfen, oder? Für diese alle existiert im jüdischen Welt, jüdischen Gemeinden, eine Institution, die heißt Gnisa. Kann man das, haben Sie gehört über die kairische Nein. Gnisa? Kairos, es ist sehr, sehr berühmt. Schauen Sie mal. Okay, ich schaue für euch. Einen Moment. Sekunde, ich habe. So. Okay, das ist eine Paradox, es gibt nichts auf Deutsch, nur auf Englisch. Okay. Aber doch. Schauen Sie mal. Ich nehme eure. Jetzt. Okay. Kairo Gnisa, also auf nicht-jüdische Sprachen, das heißt Gnisa mit R. Auf rein Hebräisch es ist es ohne Gnisa.
Ja, aber die Idee, das ist eine quasi Friedhof, nicht unbedingt Friedhof, wo liegen alle, aber fast alle jüdischen Texte. Jetzt verstehen Sie, welcher riesige Schatz wurde diese Gnisa aus Kairo in Ägypten, ja? Dort wurde gefunden, die einfachen Texte, wo die kleinen Kinder haben die hebräische Text haben gelernt schreiben, ja, zum Beispiel. Aber auch die wichtigste handgeschriebene Bücher wurden auch dazu gefunden. Und noch um sagen, dass im Kairo, im Ägypten, es ist ganz, ganz was kalt, aber heiß. Was sagen Sie? Es ist sehr heiß. Das heißt, die alle Texte wurden gut, gut gehalten sich durch die hunderte Jahre. Okay? Und dann bis heute, dass diese Dinge, sie liegen in Cambridge, in Oxford, in Harvard, in unterschiedlichen Forschungsinstitutionen. Und dann, wir lernen viel, viel über die Geschichte, Mittelalter und so weiter und so fort. Okay? Also, heute tatsächlich, wir sind in jüdischen Gemeinden praktisch, ja. Wie doch, wir beerdigen diese Texte, weil wir haben keinen übrigen Platz, um sie gehalten, ja. Also, das heißt, unsere Verhalten mit schriftlichen Texten ist ganz, ganz ähnlich wie mit dem menschlichen Körper, ja. Also, wir zerrissen, wir werfen, wir brennen Bücher, keine Texte und nichts, ja. Das ist genau im Gegenteil, was die Nazis haben gemacht, ja. Sie haben die feindliche Texten, die Bücher, haben sie gebrannt, ja. Und dann ist es bekannte Aussage, der Platz, wo sind die Bücher sind gebrannt, auch werden die Menschen werden gebrannt. Die Aussage geht nach Heinrich Heine, ja. Das ist die klassische, ja. Also, von diesem Wort Gnisa kommt auch Verb Lignos. Das habe ich genutzt, genau archivieren. Verstehen Sie? Das Eva hat damals gefragt, ob es es komplett bedecken, dem Text. Und die Antwort ist ja. Völlig und komplett bedecken. Das heißt, es ist nicht ähnlich zum unserer Forschungszugang, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, wir haben zwei älteste Torah-Rollen der Welt. Ja. Die eine heißt Keter Aram Tzova. Es ist von Aram Tzova. Ja. Wissen Sie, wo ist Aram Tzova? Nach dem Tanach. Es ist hebräischer Name. Wissen Sie, lateinische Name von diesem Staat? Lateinisch, das heißt Aleppo. Halep, heutzutage Arabisch. Wissen Sie, wo es ist? Im Syrien, ja. Größte Syrien, Stadt in Syrien. Syrien. Größte Stadt Syriens, ja. Größere von Damaskus sogar, ja. Also dort war die älteste Torah-Rolle absolute Champion, absolute Meister der Welt. Der rechnet circa über 2700 Jahre alt. Okay? Also, das ist auch sehr, sehr besondere Torah-Rolle. Es ist nicht nur Torah, sogar ganz im Tanach. Also nach dem Torah, es geht weiter. Es geht weiter. Noch Propheten und Schriften und einige Bücher dort. Derselbe Prophet Jeremia hat geschrieben mit seinem Hand. Okay? Also das heißt seine Bücher. Jeremia-Buch, Echa, Klage, ja, des Jeremias. Kennen Sie das? Museum Sefer in Jerusalem, Museum des Buches gegenüber der Knesset, kennen Sie? Das ist das Museum für diese Rolle. Nur eine dieser Rolle. Und noch ein bisschen Qumran-Rollen dazu. Aber prinzipiell, dieses Museum ist gewidmet nur explizit, fast explizit, für diese älteste Torah-Rolle der Welt. Gibt es Nummer zwei? Torah-Rolle, die vom Zweiten Tempel ist, die heißt Keter Leningrad, also nach dem Namen, es liegt im Leningrad, heutzutage St. Petersburg, in Russland. Das ist die Torah-Rolle vom Zweiten Tempel. Ist.
Also, diese Torah-Rolle kann man schauen. Okay, nicht jeder, nicht sehen mich, aber ich habe einen Freund, der hat das gesehen am 90er. Ja, dass dort das ist es Zugang nur zum die Forschern. Also, er hat am 90er in schwierigen Zeiten damals gerade gestochen, die Leute, hat bezahlt, gut bezahlt und er wurde geschaut, diese Original von diesem Buch. Ja? Also, wenn Sie schauen, unsere ausgedruckte Torah, Bücher, nach welcher Quelle sie sind ausgedruckt sind, wissen Sie, nach welcher Quelle sie gehen? Schauen Sie mal auf erste Seite. Also die Torah-Bücher, das wir nutzen in Magdeburg, meine Synagoge, die steht nach Keter Haaretz, nach diesem Nummer 1 Buch. Okay? Also das ist die beste Möglichkeit, kopieren den Text, ja, die älteste Original, ja. Okay, damals mit Gründung Staat Israel, die Araben haben sehr, sehr beschädigt, die jüdische Gemeinde von Halle. Sie haben gebrannt diese Rolle, aber er hat die Teil vom Torah hat überlebt. Also die äußeren Teile von Schriften und Propheten, sie wurden schwer beschädigt. Ja? Aber die Torah-Rolle, die innere, ja, die erste Buch, die erste fünf Bücher, sie haben überlebt. Dieser Brand und dieser Anschlag. Okay? Und für diese fünf überlebte Bücher und noch ein bisschen, was es geblieben von die ganzen Tanach, Staat Israel hat ein Museum gegründet. Ja? Weil es ist die älteste Torah-Rolle der Welt. Okay. Kann ich mal kurz nachfragen? Das heißt, die heutigen Torah oder Chumash, ganz egal, gehen zurück auf eine Torah-Rolle, die 2700 Jahre alt ist und damit älter als Qumran. Natürlich. Okay, Gute also wo wir auch. 7 oder 800 Jahre älter vom Qumran, natürlich. Ja, also und die gibt es im Prinzip heute noch. Also Ja. für Forscher können die Ja. anschauen. Auch für die Publikum wie uns, wie Sie und mich, kann man dort gehen, sei einfach unter der Glas. Ja. Kann man dort gehen und schauen, diese Torah-Rolle. Ja. Okay, das heißt nicht, weil ich dachte immer, Qumran wären die ältesten Handschriften, die es gibt, die also Überhaupt so. nicht, überhaupt Okay, nicht. das. Qumran-Rollen gehören zum Ende des Zweiten Tempels, das heißt erste, zweite Jahrhundert plus. Wir reden über die siebte, achte Hundert minus. Das heißt die Zeiten für Prophet Jeremia. Okay? Also dass die Tora wurde geschrieben, Jeremia hat die Zerstörung erster Tempel in Jerusalem überlebt. Ja? Das heißt seine Bücher, Echa, Klage des Jeremias, das gehört, es ist minus 600, ja, von null. Aber das ist sein Buch. Aber die Torah als Text hat natürlich hunderte Jahre vor Ende des ersten Tempels existiert. Ja? Und das heißt, dass diese Torah wurde am 7., 8. nach unserer Forschungs-, Wissenschafts-, Verständnis heutzutage, ja, geklebt, sozusagen. Also, dass die Tora als Tora, es ist minus siebte, achte Jahrhundert, ja. Und natürlich kann man nicht vergleichen, nicht vergleichen mit Qumran, es ist ganz, ganz spät. Das war neu. Okay. Und eine Überraschung, dieser Text im ältesten Torah-Roll der Welt, genau was haben wir? Keine Überraschung. Kein Unterschied. Das ist die größte Punkte der Judentum. Überall, ja. Keine Fälschung, gar nichts. Die gleiche Busche. Also diese Torah-Rolle am 20. und 30. wurde nachgeschaut und damals, die Busche wurde rausgedruckt, genau wie als Kopie von diesem Text. Der Text wurde am Ende 40. gebrannt und beschädigt. Aber am 20., 30. es war voller Zugang zum diese ganze Keter Haaretz. Okay? Okay, Moment, ich suche für euch auch. Keter.
Aleppo Codex heißt. Okay. Ne, oder? Ja. Okay, der soll sein auf auch auf Deutsch sein. Nein, nur auf Englisch. Okay, also lesen Sie über diese lateinische Name Aleppo Codex. Okay? Und das ist genau, was habe ich gesagt? Israel Museum, ja? Jetzt eine kurze Zwischenfrage. Also hier steht, the Aleppo Codex was written in the city of Tiberias in the 10th century. Also Das ist nachdem. die letzte Teil, die Schrift. Okay. Das war eine riesige Rolle. Das heißt, er hatte inklusive die ganze 24 Bücher von Tanach. Also die Aber letzten, die Schriften wurden ja, geschrieben. Ja, also am 1974, ja, das war der Anschlag. Ja. Ja, weil Kodex ist ja eigentlich ein Buch, keine Rolle. Es ist Rolle. Es Es ist ist eine Ro es war Rolle. Wieder, es ist ein lateinischer Name. Auf Rolle. Hebräisch, das heißt Keter Ramzowa. Ja, Keter, das heißt eine handgeschriebene Torahrolle. Das ist die hebräische Deutung. Crown. Keter, das ist Crown. Ja, Krone. Okay. Es ist nach dem Messora, genau wie die Torahrolle im Synagoge. Ja, ohne Vokabeln, ohne Punkte und mit allen Forderungen. Das ist genau der Satz, der Vers, der Absatz steht auf seinem eigenen Platz. Ja? Also, und jetzt verstehen Sie die Deutung vom Gnisa und was kann man archivieren. Also, Gnisa ist ein Archiv, wo hat man keinen Zugang. Das heißt, der einzelne Zugang, es ist diese Kapazitäten, die Texte mit Gottes Namen einfach beerdigen. Also so machen wir heutzutage bei uns in den Synagogen. Also ich habe jetzt in Magdeburg keine solche Ausgabe. Wir haben viel, viel alte Sidurim, Gebetsbücher, das niemand nutzt. Niemand. Denken Sie zum Beispiel über die eine Sidur, wir haben viele, mit gotischer Schrift. Wollten Sie auf solche Sidur beten? Verstehen Sie? Also, das ist ein Sidur, wo steht vielmal Namen der Gottes. Ja? Wir können das nicht zum Müll schicken, zerrissen, verbrennen. Die einzelne, was können wir zu tun? Das archivieren, genau zum Gnisa. Okay? Die ein bisschen ähnlich Alphabet wir haben mit kyrillisch-russischen Buchstaben, also dass auch nach der Revolution in Russland auch die seltsamen Buchstaben, die kaum heute jemand kann lesen und muss man nicht sagen beten, ja, also alle solche, ja. Wir haben dort Gebetsbücher von amerikanischem Militär nach dem Krieg, ja, die synagogale Bücher von britischer Armee nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Das Magdeburg, das war englische Gebet, ja. Und so weiter und so fort. In Baden-Baden, ich hatte französische Gebetsbücher, ja, weil das war französische Gebet und so weiter und so fort, ja. Also alles, was tun wir mit solchen Büchern, ja, wir können nur archivieren. Also, wir haben eine Kiste, einen Schrank, eine Zimmer. Es ist vielmal ein Keller oder eine, nicht Keller, nach oben. No. Dachboden. Dachboden. Genau. Also, das ist genau die Gnisa von Kairo, wurde gefunden. Am Dach. Die letzte Teil vom Dach, Vordach, das wurde genauso entdeckt. Okay? Also, und dann der nächste Schritt, wir einfach tatsächlich bergen diese Texte. Wir gehen zum Friedhof
und werdigen fast genau wie ein Mensch. Ja? Das soll ich tun. Ja? Okay, nicht jetzt, Monat Nisan ist ein fröhlicher Monat, wir gehen nicht zum Friedhof, aber prinzipiell, ja? Das ist meine Ausgabe, steht auf meinem Gehirn. Okay? Also, wieder, es ist eine, ich kann das nicht äußern, es ist quasi Archiv, aber mit kaum Zugang. Ja? Und wenn wir archivieren, etwa in die talmudische Sinn oder die Sinn, die Propheten haben geschrieben, das heißt, einem Text ein Buch völlig sperren. Weil es kann sein gefährlich. Und warum ist es gefährlich, diese Ekklesiastes Rolle? Weil so viele Widersprüche drin sind. Nur gut, Widersprüche wieder. Wir mögen Widersprüche, weil die Widersprüche machen uns schärfer. Aber das Problem ist nicht mit den Widersprüchen selbst, sondern die Widersprüche wegen die gläubig-theologisch-religiöse Feld. So hat Talmud formuliert. Verstehen Sie? Wenn es ist eine Widersprüche über die Frau, ob Frau ist gut oder nicht, dann kann man sagen, die beiden Blicke sind legitim, oder? Jemand ist optimistisch, immer hat eine volle Halbglas, jemand ist pessimistisch. Seine volle halbes Glas immer ist leer. Oder? Aber wenn wir haben gesagt, schauen Sie mal, was sagt Talmud? Sagt Rabbi Shmuel, Sohn der Rabbi Yitzchak, wollten die Talmudweisen Rolle Ekklesiastes archivieren, weil sie haben gefunden, die Dinge, die Stellen, die Ideen, die nach Heretikismus gehen. Ja, ich habe schon gesagt. Also eine Gottannullierung, ja, nach einem Atheismus, nicht komplett recht. Ja, aber doch, schauen Sie mal. Und Talmud sagt, zum Beispiel, Salomo sagt, und du sollst nach deinen Augen gehen und nach deinem Herzen. Fröhlich sein, oder? Das ist die Salomo. Und Moses sagte, du sollst nicht nach eure Augen und eure Herzen gehen. Ist bekannt diese Stelle? Von Moses ist es vom Kirjat Schma, vom Schma Israel, vom der Torah. Das ist direkter Widerspruch, ja, König Salomo gegen Prophet Moses, oder? Der eine sagt, du sollst nach deinem Herzen, deinen Augen gehen. Und die Moses und Torah sagen, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Verstehen Sie? Und dann Talmud geht weiter. Was alles ist quasi erlaubt ist, kein Gericht und kein Richter ist in der Welt. Der Richter in der Welt, das ist natürlich der Gott. Dem Beidin, Gericht, es ist der oberste Gericht, das himmlische Gericht. Ja? Also quasi, wenn du gehst nach deinem Herzen, deinen Augen, alles ist in Ordnung? Überhaupt nicht. Und was ist die Lösung? Aber, weil er, König Salomo, hat am Ende gesagt, und du sollst wissen, auf alle diese Dinge wird der liebe Gott dich zum Gericht mitgebracht. Dann sagten die Talmudweisen, okay, hat schon gesagt. Okay? Also, das heißt, die Anfang und die Mitte von diesem Statut von Ekklesiastes, Kohelet-Rolle, überhaupt nicht einfach. Er widerspricht auf gläubigem Niveau. Verstehen Sie? Er sagt nicht andere Ideen, er sagt 180% gegen Ideen. Ja? Also wieder kann man diskutieren über diese oder andere Widersprüche, über die Freude, über die Frau, ja, über die Todes und Leben. Das ist alles gut. Aber wenn es geht um grundsätzliche Dinge, dann ist es schon schwer. Aber wieder, es ist interessant, dass die Ende des Rolle ist ganz, ganz überraschend. Keine großen Entdeckungen. Was ist der vorletzte Satz? Und die Rolle, Eva hat
mal gesagt. Was ist der Zusammenschluss? Alles nicht mehr. Soll man den Gott fürchten? Das ist die Ende. Auf alle Dinge, Gott wird dir gerichtet. Okay. Also, wieder die Talmud erwähnt alle, aber alle Widersprüche, das haben wir schon gelernt. Ja? Zum Beispiel über die Mühe. Haben wir über die Mühe geredet, oder? Was ist der Vorteil für Mensch über seine Mühe? Eine rhetorische Frage, ja? Keine Vorteil, ja? Und dann, klassischer talmudischer Kommentar, gibt es eine alltägige Mühe und gibt es eine heilige Mühe. Alltägige Mühe, das ist genau die Arbeit und das Geld verdienen und so weiter und so fort. Und heilige Mühe, das ist die Mühe des Torah. Verstehen Sie? Also jemand, der sitzt und lernt dem Torah. Die ganze Komplex, nicht nur die schriftliche Torah, die ganze Judentum, ja? Also das identifizieren schon die Systeme, wie unsere Weisen kommentieren, ja, die problematische Stellen. Ja. Ich habe noch gesagt, dass eine gläubig-theologische Problem, alte Tzaddiker, du sollst nicht zu viel eine Gerechte sein. Ja. Was ist für diese Empfehlung? Wir wollen uns gerechter sein. Ja. Das ist unser Ziel. Sich selbst, unsere Kinder, unsere Gemeinden. Also wieder, beim König Salomo gibt es viele, viele seltsame, problematische oder schwierige Probleme, die hat er formuliert. Ja? Wie du sollst gehen nach deinen Augen, nach deinem Herzen. Ja? Du sollst nicht zu viel gerechter sein und so. Ich habe auch gefunden eine Stelle, du sollst nicht sehr frevler sein, richtig? Letzter Unterricht. Was ist dieser Maßstab? Nicht zu viel und ein bisschen darf man? Ist das in Ordnung? Wie kann das sein? Okay, also jetzt ganz kurz wieder, nur die Schlüssel ich gebe euch. Wie kann dann man sagen, und du hast recht, und du hast recht, und alles sind recht. Ja, das nach dem klassischen jüdischen Witz. Also, wir nehmen ein Integral, wir integrieren alle Meinungen zusammen. Wie kann man alle Meinungen integrieren? Okay. Die normale moderne Kommentar über die Ecclesiastes Buch sagt Folgendes: Alle diese widersprüchliche Stellen und Meinungen, das ist menschliche Seele. Das ist der Mensch. Der Mensch ist eine sehr, sehr widersprüchliche Mensch. Okay? Also, das ist echt, manchmal denkt man so, manchmal sagt man und glaubt umgekehrt. Ja, also, die ganze Buch, es ist König Salomo, der sucht diese oder andere Ecke, ja, eine Zusammenfassung, eine gute Idee, weil tatsächlich er fragt, auf welchem Weg besser für Menschen leben. Das formuliert auch. Und nicht einmal. Ja, also, dieses Buch sucht nach einem Lebenssinn. Okay, jetzt probieren Sie mich, helfen Sie mich definieren etwa. Wir sagen Monolog, es ist jemand, der eins redet, ja. Dialog, es ist zwei. Wir haben Trialog, es ist drei, richtig? Also wir hatten manchmal Dialog mit Christentum, also Judentum und Christentum. Und jetzt, heute ist es schon Trialog mit Muslimen. Aber wie sagt man vier? Ein Gespräch zwischen vier. Ich denke, gibt es keinen solchen Begriff, oder? Ich würde es Symposium nennen. Symposium, es kann sein, ohne Ende sein, ja? Also bei mir steht auf Hebräisch ein Monolog mit vielen Stimmen.
Okay, das ist ein Untertitel. Also Monolog mit vielen Stimmen. Das heißt, es ist echt, dass die ganze Buch ist der gleiche Mensch. Das ist König Salomo. Aber diese König Salomo und seine Seele haben viele Facetten und viele Stimmen. Und jetzt, ich gebe euch den Schlüssel in den Namen von zwei Rabbiner, die kennen Tanach die Beste in der Welt. Ich sage euch garantiert. Wieso? Muss man verstehen, dass der beste Platz, wo Tanach gelernt ist, heißt Staat Israel heute. Das muss man verstehen. Das heißt, in Diaspora, in Amerika, in Frankreich und so weiter, es geht mehr um die klassische Studium, das heißt Talmud, Mishnah und so weiter. In Israel, im Heiligen Land, das war genau die Revolution vom Rabbiner Kook, der größte Rabbiner Kook, Avraham Yitzchak HaKohen Kook, der hat schon um 30 verstorben ist, dass er sagte, es gibt zwei Arten Judentums. Ein Judentum von Diaspora, von Exil und echte Judentum vom Heiligen Land. Diese Judentum im Diaspora, im Exil, es ist eine gezwungene Judentum. Ja? Die hat Judentum verpackt und gepresst. Das könnte man mit sich nehmen nach Ausland. Und deswegen, die manche Studium wurde neben Talmud. Ich kenne bis heute viele, viele Yeshivot und viele, viele Leute, die lernen nur Talmud. Alles andere, deine Probleme auf deine freie Zeit. Okay? Also, Rav Kook, Rabbiner Kook, hat wiedergestellt die Studium vom Tanach, vom Heiligen Schriften, hat behauptet, kann man nicht echt und richtig Talmud verstehen ohne Torah, ohne Propheten, ohne Schrift. Und deswegen, dieser große Akzent über die Heilige Schriften, über die jüdische Bibelstudium, gibt es genau in Israel, nicht im Ausland, nicht im USA. Okay? Und zwischen alle Lehrende die Torah in Israel gibt es die berühmten Rabbiner, die sind die Beste, die sind die Spitze. Ich kann euch die Namen sagen. Ich kenne sie beide persönlich, habe Glück von beiden unmittelbar lernen. Sie haben in meiner Yeshiva beide unterrichten. Sie heißen Rebekov Medan und die zweite Raviol Benun. Ja, okay. Also sie sind die Weltmeister im Tanach. Also die Vater vom Rav Medan hat kodifiziert die moderne Ausgabe vom Tanach auf Hebräisch. Also das war eine langjährige, was langjährige, über 1000 Jahre, eine Diskussion über die vier Vokabeln. Also vier kleine Punkte. Das war ein Disput über 1000 Jahre. Sein Vater hat das entschieden. Nur muss man verstehen, von welcher Familie kommt dieser Rabbiner. Also er heute die Haupt Rosh Yeshiva, die Boss vom Haaretzion Yeshiva. Ich habe dort gelernt. Also sie beide haben die besten Kommentare, die modernen Kommentare auf Tanach haben geschrieben. Und sie haben alle biblische Kritik schon gewusst. Ja? Das biblische Kritik, wissen Sie, was ist der Begriff biblische Kritik? Biblische Kritik genau hat sich in Deutschland geboren. Das ist eine protestantische Dinge. Ja, Eva, haben Sie Fragen? Also die Protestanten und Katholiken kritisieren sozusagen, ja, mindestens. Sie haben viele Probleme und Widersprüche, echte und quasi echte, im Tanach haben gestellt als eine Probleme, ja, als diese oder andere Fälschung und so weiter und so fort. Also schauen Sie mal, Professor Bellhausen,
Er war ein Protestant. Er ist der Vater von biblischer Kritik. In kurz, biblische Kritik sagt nach dem Namen Kritik der Bibel. Die ganze Bibel ist Blödsinn. Die ganze Bibel ist kein göttliches Buch, sondern die menschliche Buch und hat ohne Ende Widersprüche, weil die wurde von unterschiedlichen Menschen geschrieben, dieses Buch. Ja, also alle Widersprüche im Torah, wissen Sie, warum hat man sich? Weil es war vier Menschen, die haben die Torah geschrieben. Nicht eine Moses, sondern fünf. Fünf. Es heißt ein Schreiber, ein Redaktor, ein Korrektor, ein Getrunken und so weiter, ohne Ende. Ja? Also das ist die Idee. Im Kurs, biblische Kritik nimmt die Heilige Schrift als menschliche Werk. Das ist der endliche Punkt. Zum Beispiel Jesaja, Jesaja der Prophet, die berühmte Idee, es waren nicht eine, sondern zwei. Jesaja, zwei. Sie kennen drei oder vier. Es ist Entwicklung von dieser Idee. So ohne Ende. Ich habe gelesen eine biblisch-kritische Forschung. Dort wurde schon über 20 unterschiedliche Propheten wurde gerechnet. Weil wirklich, in die Isaiah, die Prophet-Buch, gibt es zwei sehr, sehr unterschiedliche stilistisch. Stillen sozusagen, ja. Und deswegen ist es einfach fallen auf diese Idee. Es war zwei und nicht ein Mensch, ja. Okay. Wie jetzt? Ich kann ein oder mehr Unterrichten machen über diese biblische Kritik. Im Kurz: Es ist nicht richtig, es ist falsch. Das heißt, alle Fragen, das hat biblische Kritik quasi gefunden, stehen schon im Talmud. Sie haben keine neue, kein einzelner Spruch, die Talmud erwähnt nicht. Ja? Also alles ist schon bekannt. Nur, sie geben andere Antworten über diese Widersprüche. Okay? Also tatsächlich, biblische Kritik, das war der Vorgang zum Säkularisierung von Atheismus. Okay? Nach diesen Arbeiten, die Leute haben von Christentum nach evangelische Kirche gegangen und danach weiter. Ohne freie Kirche zum Agnostizismus, zum Atheismus, zum keine Glauben. Okay? Das ist die philosophische Weg. Okay. Also, wir sind als moderne Leute, wir sind bewusst über diese biblische Kritik und wir können die nicht ignorieren. Ja? Weil seine Ideen sind sehr, sehr bekannt. Ja, also kann man nicht sagen, okay, es ist nur Blödsinn und das war's. Muss man beantworten. Inhaltlich. Über diese oder andere Ideen. Also, und das ist unsere, genau die moderne Idee, wie lernt man Torah und Propheten und so weiter. Also, wir ignorieren keine Fragen. Ja? Sogar die seltsame und provokative Fragen, ich will das sogar nicht erzählen. Okay, im Kurz. Dieser Monolog mit vier Stimmen heißt Folgendes. Rav Jakob Medan sagt, dass in dem Buch gibt es vier Helden, sozusagen. Vier Stimmen, die diskutieren jede miteinander. Jetzt gebe ich den Namen. Die erste Held heißt Weise. Ja? Eine Weise. Und deswegen er ich lobe dem Weisen. Ja? Solche Verse, erinnern Sie euch? Die weise Mann sitzt im Schatten, die Gelde und so weiter und so fort. Ja? Die Weise ist es wie, hat Vorgang und Vorteil, wie Licht über die Dunkelheit. Erinnern Sie? Das ist die Credo, die ich glaube von der Weise. Das ist Held Nummer 1. Die Held Nummer 2 heißt Bemühende. Die Bemühende, er ist der Mensch, der glaubt in schwere Arbeit, um Welt verändern und verbessern. Das ist genau, wie König Salomo sagt, ich habe mich viel, viel angebaut, ja, die Gärtner, ja,
und die Bäume und habe die Sklaven und Sklaveninnen, ja, habe mir die Bade angebaut. Das alles, 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 das ist jemand Bemühende, der arbeitet schwer. Die Held Nummer 3 heißt, was sagen Sie? Wie kann das sein? Wer kann das sein? Die Genießende. Die Genießende. Der immer sagt, geh nach deinem Herzen und mach, was du willst. Iss und trinke, weil mit deiner Frau und so weiter. Erinnern Sie diese Stellen? Das ist die Held Nummer 3. Und die Held Nummer 4 heißt Gottfürchtende. Er beendet das Buch und sagt, am Ende, hör mich, Gott, du sollst Gott, den Gott fürchten, weil er bringt dich zum himmlischen Gericht. Und natürlich, diese vier Helden, das ist die gleiche Mensch, das ist König Salomo. Also das ist genau der präzise Begriff, ja, das ist menschliche Seele. Die König Salomo repräsentiert ganz treu. Ja? Also er war auch ganz weise, richtig, oder? Der weiseste Mensch des Universums, der hat alle menschliche Sprache verstanden und sogar die Tiere und sogar die Bäume. Ja? Das ist der Anfang, das ist die Kapitel 8 von Könige, ja? Könige 1, Kapitel 8. Ja? Das ist Erzählung, wie weise war König Salomo. Von dieser Stelle, er bekommt die ultimative Titel, weiseste Mensch der Welt, König Salomo. Ja? Von diesem Kapitel 8. Also, das ist die Weise. Arbeitende, es ist auch gleich er, König Salomo. Ja? Er hat viel, viel angebaut. Die größte seiner Anbau, das Tempel. Tempel Salomos, das ist der Bau. Er hat die ganze Israel damals umgebaut. Ja? Er hat viele, das ist die Kapitel 3, 4, 5, 6 am Anfang der Könige. Ja? Schauen Sie, die Heilige Schriften stellen viele, viele Namen, viele, viele Städte. Er war die große Bauer. Die zweite Bauer, die große Bauer war König Herodes, aber es ist Ende der zweiten. Ja, also es ist gute, er war auch großer Bauer. Bis heute unsere Kotel, die Western Wall, ja, die diese Mauer ist von König Herodes. Es ist seinem Zeit, ja. König Salomo ist es 2, 3 Meter rund, ja. Jetzt Chantal ist da, sie schaut für uns alle, ja. Also, aber zu seinem Zeit, König Salomo war der große Bauer. Okay, die Nummer 3, Genießende, wir haben gesagt, es steht über König Salomo, er hatte 300 Frauen und 700 Nebenfrauen. Er hat die Frauen gemocht oder geliebt, ich denke, es ist besser geliebt, ja, nach hebräischem Text. Ahav, geliebt, ja. Also Liebe, ja. Nicht im Bar sitzen und trinken mit Frauen. Er hat echt geliebt, die Frauen. Also er kann man feststellen, 100% König Salomo hat genießt in seinem Leben, oder? Er hat viele außer Frauen. Was hat er noch viel? Er hat viele Pferde. Ja? Es steht, ich habe euch zitieren, er hat 40.000, wir sagen für die Kühen Stall, wie sagt man für die Pferde? Ein So, Reitstein. ja, also er hat 40.000, ja, solche Ställe für die Pferde. Also nur denke vorzustellen, wie viel echt Pferde hat er, ja. Und deswegen, okay, egal, das andere Ding. Also er hat genießt seinem Leben, ja. Keine Zweifel. Und er hat natürlich die Gott gefürchtet auch. Ja, also er war Prophet. Wie wissen wir darüber? Dass König Salomo war ein Prophet?
Das ist ganz einfach. Definition der Prophet ist, dass die Gott redet mit ihm. Hat Gott mit König Salomo geredet? Ja, Ja. natürlich, ja. Es steht in dem Text. Ein bisschen vor Einweihung des ersten Tempels, seine Salomos Tempel. Und vorherig und später. Also er war Prophet, keine Zweifel. Mit alle seine Vorteile und Nachteile. Ist interessant, ja. Wie der Prophet. Prophet ist nicht wie eine, wie christliche Ikonen bezeichnen, ja, etwa mit einem Strom über dem Kopf. Prophet kann Fehler tun. Jede Zedik kann, jede Gerechte kann Fehler tun. Okay? Aber doch König Salomo war Prophet. Also, das verstehen wir, dass er hat Gott gefürchtet, er hat diese Ekklesiastes geschrieben und das ist die Endidee von dem Buch Gott fürchtet, ja. Er hat Mishlei, zweite Buch König Salomo, Sprüche Salomos, ja. Es ist noch längeres Buch. Ekklesiastes ist 12 Kapitel. Sprüche Salomos ist über 13 Kapitel. 32, ich denke. Okay. Also, König Salomo beantwortet auf all diese 4 Begriffe. Aber klar, dass für uns, dass es ist nicht nur König Salomo, der kann passen unter alle 4 Ideen. Das ist wirklich eine abstraktische Idee, eine philosophische System, verstehen wir? Das ist diese Namen, Weise, Bemühende, Genießende, Gottfürchtende, das ist philosophische Ideen. Das ist genau, was haben wir heute, unterschiedliche Religionen, Lebensstile, Glauben und so weiter. Okay? Also, und in diesem Sinn uns interessant, diese Ideen. Wie kann man umgehen in diese Ideen? Also, nur kurz, ich nur erzähle, das Anfang des Buches, erste 6 Kapitel, das geht um den Sinn des Lebens. Von Kapitel 7 und bis Ende, es geht über den Sinn des Todes. Okay? Besser Tages des Todes vom Tage des Lebens, ja? Das ist Anfang des Kapitel 7. Sehr berühmter Satz, ja? Also, wir sehen unterschiedliche Aspekten. Ja, ich habe gesagt, wie besser soll man leben. Und dann, wir sehen quasi Diskussionen zwischen diese 4 unterschiedlichen Ideen, zwischen 4 unterschiedlichen Helden. Zum Beispiel am Anfang, also erste 6 Kapitel, Sinn des Lebens, das ist die manche Diskussion zwischen Bemühende und Weise. Ja? Jemand, der arbeitet schwer und jemand, der sagt, besser nicht arbeiten, sondern Weistum zusammen. Also nicht materielle Dinge, sondern geistliche Dinge zusammen. Das ist eine Idee. Das ist eine interessante Idee. Ende des Buch, das ist manche Diskussion zwischen die Weise und Gottfürchtende. Und so weiter und so fort. Also ich zeige euch Beispiele nach dem Pesach mit diesem Ekklesiastes Buch. Wie geht dieser Monolog mit 4 Stimmen, also nicht Trialog, Vieralog, zwischen 4 unterschiedlichen Helden, zwischen 4 unterschiedlichen Ideen, ja, und jeder zeigt seine Position oder kritisiert andere Positionen. Was ist unlogisch, ja? Das ist im Kurz. Also das ist die Idee, wenn wir gehen nach dieser Richtung. Das ist ein Monolog mit vielen, aber nicht so vielen, mit 4 genauen Stimmen. Dann wir können entdecken alle Positionen und dann ist
schon, Spoiler, ich schon entdecke, dass die Widersprüche, diese Widersprüche zwischen gegenständigen Ideen, gegen die Arbeitende, Bemühende und Genießende, ja, das ist klar. Das ist ganz 180 Grad unterschiedliche Weltsicht, oder? Klar. Und dann, die Widersprüche sind aber logisch und natürlich. Und dann versteht man, dass es ist nicht ein Mann, nicht eine Idee, sondern andere philosophische Ideen. Natürlich, es ist ein Impact, ein Boom, ja, eine starke Diskussion. Kann das nicht sein, dass jemand die Genießende und eine Weise sagen gleich? Ist unlogisch. Und deswegen, alle Widersprüche, sie liegen und stehen genau auf richtigen Plätzen, weil sie übermitteln treu die Glauben von diesen vier Ideen. Die sind grundsätzliche menschliche Ideen der Welt. Das war's. Oh, danke. Es war ein Eye-Opener, würde man sagen. Das ist ein Schlüssel, und nach diesem Schlüssel, wenn wir gehen nach diese Ideen von Rav Meidan, dann wir verstehen wirklich, das ist tatsächlich keine Widersprüche in diesem Buch. Es ist dieses Buch, es ist ein Disput, eine Diskussion, ein Streit, ein Krieg, ein ideologischer Krieg zwischen vier unterschiedlichen Menschen, vier unterschiedlichen Ideen. Die König Salomo wieder, es ist der gleiche Mensch. Aber es passt für uns. Wir sozialisieren manchmal mit dieser Idee, manchmal mit anderen Ideen. Und das ist genau so. Wir sind die Menschen, wir sind sehr, sehr widersprüchliche Figuren, sozusagen. Deswegen, es gibt viele Widersprüche, aber tatsächlich ist es kein Widerspruch. Das ist, wir sind die Menschen. Ja. Die Fragen. Ah. Ich möchte was sagen. Ja, bitte. Ja, ich möchte sagen, dass einerseits ist es klar, ja, diese Polylog oder mehrsprachige Gespräch. Aber andererseits, für mich ist es nicht klar, weil ich denke, es muss schon noch eine, wie das richtig sagen kann, noch eine richtige Stelle sein. Wenn die Leute schon ein Gespräch haben, dann, oder ein Streit oder noch was, dann muss schon nur eine Idee richtig sein. Was wahrscheinlich, ich sage, das ist nicht so ganz klar. Es ist klar. Das bedeutet, die alle vier Leute oder für diese Es kann nicht Weise, sein, Sie sind alle sind recht, ja? alle richtig. Sie sind alle richtig, richtig? Es gibt keine eine richtige Idee. Die alle drei sind richtig. Also Richtig? jemand, er ist 100% recht und alle anderen sind zwischen 50 und 90, ja? Okay, es geht folgendes. Muss man verstehen, dass im humanitärischen Feld sozusagen, in humanischen Disziplinen, im Gegenteil zum natürlichen Disziplinen, ja, gibt es mehr Wahrheit von eins. Okay. Verstehen Sie, was ich meine? Das Ja. heißt, wenn wir Ja. nehmen Mathematik, dann gibt es ein bestimmtes, weiß ich, 2, 2 zu 2 ist 4 und so weiter. Aber das ist im natürlichen Disziplin. Auch wenn du gehst zum, weiß nicht was, Geometrie 3D, das alles, was schon hast du in der Schule gelernt, ist schon nicht richtig. Ja? Aber noch mehr, es geht zum Philosophie, Sprachen und Soziologie, Psychologie und so weiter. Also alle Disziplinen und Felder sind nicht natürlich, ja, nicht Mathematik, nicht Physik, nicht statistisch und so weiter. Sie haben mehr Wahrheiten von eins. Wie uns stereotypisch denken, gibt es nur eine Wahrheit. Ja. Das ist nicht umsonst. Das hat die Gründe. Das heißt,
wie Suchen und Streben zum eine absolute Wahrheit. Das ist die göttliche Wahrheit. Und wir sind vielmal die, diese göttliche Wahrheit verstehen, völlig nicht. Aber in unserem menschlichen Leben, irdisches Leben, es gibt mehrere Wahrheiten von eins. Das muss man verstehen. Zum Beispiel in die Sprache. Du kannst eine Idee mit unendlichen Verse formulieren. Okay? Sagen wir nicht männliche, mehr von eins. Mindestens. Zwei, drei, viermal, ja? Und das ist alles wichtig. Deswegen, die gute Schriftsteller, was machen sie? Sie formulieren gut. Sie formulieren präzise. Ja? Das ist klar, was haben sie gemeint? Eine schöne Sprache, eine sehr, sehr präzise und genaue Idee, dass wir sind, stabilisieren damit oder nicht. Also, und zum leider viele, viele religiöse Gruppen, sie auch behaupten, diese Idee, die Wahrheit ist nur eins, die nächste Schrift, die Wahrheit liegt bei uns. Ja, Also richtig. wir sind die Monopolie über die Wahrheit. Wollen Sie Wahrheit, kommen Sie zu uns. Okay? Also das muss man verstehen, das ist Verkürzung von unserer Welt. Das ist nicht wahr. Das wollten diese Glauben und die Gruppen sagen, wir sind die absolute Wahrheit. Aber es ist nichts. Es ist nicht so. Die Wahrheit ist größer und mehr. Und deswegen. Genau auf diese Gründe, die Judentum hat keine Idee, alle Leute der Welt zu sich konvertieren, alle Leute Juden machen, genau die christliche Kirche und einige Schulen im Islam wollen bis heute alle Leute zum seinen Glauben konvertieren. Das überhaupt steht nicht auf der Agenda von Judentum, weil die Judentum nimmt genau, das gibt es viele unterschiedliche Wahrheiten. Und was ist die Wahrheit für uns, sagen wir, die europäischen Leute? In Asien, die Leute begriffen das Leben ganz anders. Und dort, es ist nicht kann sein, ich sage euch, ich garantiere, dort, es geht über die andere Wahrheit. Weil die Leute sind ganz anders. Und so weiter und so fort. In Afrika, in Südamerika, im Südostasien und so weiter. Und deswegen es ist es nicht umsonst, dass in jedem Platz gibt es diese oder andere Religion. Weil es kann sein, dass Religion von Europa passt nicht genau, Christentum nämlich, zum, weiß nicht was, Südostasien. Und deswegen dort, sie haben Buddhismus, es passt mehr und besser von der Seele dortige Leute. Okay? Das heißt, gibt es mehr Wahrheiten von eins. Also wir uns als Menschen, wir wollen vereinfachen unseres Leben. Die Wahrheit ist eins. Wer sagte? Wer sagt das? Es kann sein mehr von eins. Das ist Und schon bekannte Aussage. Ja. deswegen König Salomo bringt auch die Genießenden, die quasi, nur es ist ganz einfach, Genießende, nur was für Blödsinn, geht zum Restaurant, isst und trinkt. Aber doch, es kann sein, es gibt seinen Kernel und die Wahrheit auch in seinen Worten. Wieder muss man verstehen, wenn die König Salomo, die ganze Buch Ekklesiastes, die Tanach, die Propheten, alle haben akzeptiert am Ende des Tages, trotzdem, alle Widersprüche, die Buch als heilig, erträgt die heilige Ideen. Auch die problematische Idee, ja, wie diese Genießende, das ist einfach gezielt sein als eine Sündige. Ja. Was ist das? Ja? Gibt es eine Liste beim katholischen Kirche, tödliche Sünde, ja, es ist acht, ich denke, ja. Und dort ist, heißt überessen, wie sagt man, Tollerei. ja. Also die Bauch, nur Baucherfüllung, ja. Also es ist nicht umsonst, ja. Also wir intuitiv verstehen, was ist nur physische Existenz, nur Baucherfüllung, das ist unser Leben. Also muss man vorsichtig sein, wenn wir richten
die Heilige Schrift. Muss man echt verstehen, diese Bücher, bis Ende. Und dann sie sehen, dass trotzdem, das haben wir vorher gedacht, auch beim Genießen, wir können gute Perle befinden. Alles klar. Gut. Diese Wahrheit, mehrere Wahrheit, das ist ehrlich gesagt schwer zu wahrnehmen, ja. Ich verstehe das. Ich kann das gut verstehen, aber ich wurde so gelernt, es gibt nur eine Wahrheit, ja. Deswegen, wenn ich jetzt schon so, ja, wenn ich so mehr jetzt lerne, dann verstehe ich schon gut, aber kann das nicht so gut richtig, ja, nehmen. Ja, das meine Viele, ich. viele, viele Ja. Leute würden freuen sich, dass es gibt nur eine Wahrheit. Ja? Also viele Staaten, viele Diktaturen, ja, sie haben Ja. immer Monopol auf die Wahrheit in seinem eigenen Land. Ja? Also wir sind die Wahrheit. Ja? In Nordkorea und da und dort, ja, die Wahrheit und die Wahrheit. Aber es ist natürlich schwerer, akzeptieren, dass gibt's auch andere Menschen, die sind auch, haben eigene Wahrheit. Heutzutage, wir haben noch eine Probleme, dass die Welt sagt, alles ist Wahrheit. Jede Meinung, jede Pervers, ich weiß nicht, alles ist richtig. Das ist auch problematisch. Ja? Die König Salomo, Heilige Schrift und Propheten sagen auf keinen Sinn, das gibt es ohne Ende Wahrheit. Und alles, was existiert auf dem Erde, ist Wahrheit. Nur Gott toleriert das, das ist Wahrheit. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay? Also, Ja. das ist unsere Welt, die moderne westliche Gesellschaft, dass wir haben schon erfolgreich von einer Wahrheit rausgegangen, das kann sein mehr Wahrheiten, aber heute wir gehen zu weit und sagen, alles was gibt, es ist Wahrheit. Du hast alles im Recht. Das ist auch nicht so. Also muss man irgendwo eine rote Linie an die Grenze stellen. Und deswegen, König Salomo, konzentriert auf diese vier philosophischen Systeme. Ja? Und sagt nicht, alles, was gibt es auf der Erde, es ist heilig und Wahrheit. Doch, nicht. Okay, danke schön für die Gerne, Antwort. gerne. Okay, dann, liebe Leute, wir haben ein bisschen Pause. Nächste Woche, wie gesagt, ich bin in Hochzeit, du bist noch, und dann ist es schon Pessach. Also wir haben einen Ferienurlaub auf unserem Kurs. Und dann nach dem Pessach, ich erzähle genau die Positionen von jeder vier Helden. Das ist auch sehr, sehr interessant. Und auch beim Genießen kann man vier gute Perle befinden. Meiner Meinung nach. Okay. Gut. Also wir sind noch chatten, wir sind in Verbindung, aber jetzt ist eine Ferien, eine Urlaub, eine Pause. Danke euch, wünsche euch gute Pessach, gute Ferien. Die Danke. katholische Ostern schon vorbei, die jüdische noch nicht. Also wir zählen nach unserem Kalender. Also jetzt, ich verschwinde nicht, ich nur viel, viel unterwegs. Gut? Okay. Gute Reise nach Transkarpatien und zurück Danke. und Chag Pesach Amen, Amen, Amen. Sameach. Amen. Und Danke. grüßen Sie die Leute aus Deskowitz von uns. Mache ich gern. Danke. Danke schon, liebe Leute. Danke. Alles Gute an Ihnen. Alles Danke Gute. an Ihnen, alles Gute. Amen. Tschüss. Ciao.